gesagt, das ist alles miteinander verbunden unterirdisch. Das ist fucking groß. Was? Ich glaube, das Telefon hat sich gerade angesprochen gefühlt. Bong. Hier ist noch zu. Aber hier können wir nichts machen, weil der Knopf ist da oben irgendwo. Doof. Da war ein Stein im Weg. Ich hätte jetzt per TCL durchgekonnt, aber wozu? Das ist aber mal so hell hier. Was ist das denn? Hä? Was? Warum? Was? Wieso? Hä? Wieso ist es denn jetzt auch so hell? Ich meine, ja, okay. Ist in Ordnung. Komme ich mit klar? Oh, Tour. Ich bin zu fett. Seht ihr mal, entdecken, erkunden lohnt sich. Ich speichere mal und gehe mal in unseren komfortablen Lastenkarren. Wir machen wieder Schalidor-Diät. Ich muss das Ding endlich mal entrümpeln. Ich pack das immer nur in die Kiste und pack das in die Kiste. Wie gesagt, aber ich komme einfach zu nichts. Explodierende Bolzen? Okay. Das ist... Quest. Brauche ich noch. Kann weg. Brauche ich noch. Weg. 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 Quest. Quest. Quatsch. Das kann weg. Das kann weg. Ach, das Ethereum. Anpassungssphäre. Zwei Stück, okay. Rundumerz. Drachenknochen, die eben halt auch unheimlich Platz weg. Die ganzen Erze und so, das wiegt auch. Mexikonwürfel da ist, genau. So, Questgegenstand, Pelze, Questgegenstände, 530, ein paar Bücher, die auch mal was wegnehmen an. Ich hau mal alles weg, was bei drei näher am Baum ist. Schriftrolle der Alten, ja, nee. So, Questgegenstand. Questgegenstand. Die haben wir noch nicht gelesen, ne? Die kennen wir noch nicht, die Sprüche. Sehr schön. Auch wenn wir sie so schnell nicht brauchen und benutzen, aber wir haben es erstmal. Drüben ist, glaube ich, nichts, aber ich wäre nicht ich, wenn ich es nicht probieren würde. Ja, versuch was, Pferd. War irgendwie klar. So. Komisch, dass es aber so hell ist. Ist ganz schön irgendwo, aber... Und auch so ein bisschen den Flair.
lade mal. Das sollte hoffentlich das Ganze wieder zurückversetzen. Nö. Gut, dann leben wir halt mit der Helligkeit. Dann ist es so. Oh, nehmen wir uns. Ja. Bisschen hell, weil ich rausgegangen bin. Wahrscheinlich müsste ich nochmal an die Oberfläche. Ja. Wir gehen mal in die Mitte. Dazu fällt mir nämlich auch noch was ein da oben. Ich sagte, ich vergesse einige Dinge nicht. Ist da ein Riese da? Nee, ist gefallen. Ciao. Oh, hier komme ich so schnell nicht rein. Auch mal interessant, das bei Tageslicht zu sehen. Im Prinzip. Oh, da ist noch ein Fahrstuhl, ne? Dann lass uns mal darüber wandern. Ich sag jetzt mal wieder, was ich gleich bereuen werde in dem Moment. Vorsichtig optimistisch. Das Spiel läuft ruckelfrei. Und gleich hat es wieder seine Macken. Zum Fahrstuhl gehen wir gleich. Wir gucken mal noch, was hier so ist. So, so Häuschen, ne? So ein bisschen wie in Markart. Bloß in mehr heil oder kaputt, je nachdem, wo man ist. Haus des Bauernhofaufsehers. Pilze, so das Myzyl ist hier so durchgekommen. Skeverschwanz, Falmerbogen. Das heißt, hier waren auch schon mal Falmer drin, ne? Nee. Vielleicht reicht der Besuch dieses Gebäudes auch aus, dass es wieder normal draußen wird, von der Helligkeit. Gucken wir mal. Sehr geil. Nee, leider nicht. Ich mag ja auch in Spielen tatsächlich die Zwerge oder Dwemer in diesem Fall als Rasse sehr gern. Es gibt auch meiner Meinung nach viel zu wenig Spiele mit Zwergen. Singleplayer-Spiele. Es gibt ja so MMOs, da gibt es ja genug Zwerge als Rasse. Ich müsste auch, ich habe die Zwerge selbst auch als Spiel. Das ist von THQ Nordic, glaube ich. Boah, ich glaube ja. Bin mir nicht sicher. So, bevor ich hier runtergehe, gehe ich zum Fahrstuhl. Und das basiert auf den Büchern von Markus Heitz, soweit ich weiß. Ich wollte das Spiel unbedingt mal haben, dann war es in einem Humble-Bundle drin. Und ich habe es aber noch nicht angeguckt. Könnte man glatt mal für den letzten Test nehmen, wenn es taugt, weil es sehr gut aussah. Aber jetzt ist immer die Frage, ist Let's Play tauglich? Könnte ich ja vielleicht auch einen. Oh, hier sollten wir sogar hin. Einen LP draus machen. Aber das müssen wir halt mal schauen, wie sich das ergibt. Dann gehen wir doch mal hier. Fahrstuhl. Im Sarg, okay. Genau, das sagt er ja auch, dass wir da hin sollen. Ich sehe, wir sind auch schon relativ weit in unserer Zeit. Ich guck mal, wie weit wir kommen.
Also das habe ich nicht übersehen, das ist wahrscheinlich respawned. Das habe ich garantiert nicht gesehen. Oder waren wir hier noch nicht? Auf der Ecke. Rolle des Kerzenschatzes. Nee, hier waren wir noch nicht. Das hätte mich jetzt stark gewundert. Das schauen wir uns nochmal an. Das ist das, was wir eigentlich machen sollen, das mit dem Würfel. Wir erkunden die Schwarzweite komplett und dann gehen wir tatsächlich erst. Aber... nicht komplett diese Aufnahme. Das würde den Rahmen jetzt tatsächlich sprengen. Ich bin ja froh, dass das Spiel sich entschieden hat, doch wieder zu funktionieren. Wahrscheinlich, weil ich Morrowind gedroht habe. Okay. Sun. Tagebuch von Drogt. Ich war nie einer, der über sein eigenes Leben schreibt. Die Königspriester von einst verdienen zwar, dass ihre Geschichte erzählt wird, aber Drogt ist ein einfacher Mann, deshalb ist dies hier kein Tagebuch und ich erzähle auch keine Geschichten. Aber diese teuflische Maschine hat sich in mein Hirn festgesetzt. Und ich werde erst gehen, wenn ich es kapiert habe. Der ganze Mechanismus ist so leblos wie ein toter Horker. Wenn er den Kasten nicht hat, erst als er den Kasten ins Loch getan hat, ging das Gerät an. 5 Ringe, aber nur 4 Knöpfe. Die meisten davon funktionieren so wie fast nie. Wenn die Lichter in einer Reihe stehen, öffnen sich mehr, aber das scheint auch nichts zu nützen. Bewegt sich nur irgendeine andere verdammte Sache. Der alte, verlauste Khajiit, der mir den Würfel verkauft hat, sagte, das Licht durch das Wissen, durch die Maschine ruht auf dem Würfel. Daran kann ich mich nicht erinnern, weil ich dies wiederholen musste. Bis ich ihn erwürgen wollte. Okay. Was ich dann auch tat. Oh. Aber ich versuchte abzuhauen. Aber oben Wölfe und diese ahnungslosen Missgeburten draußen vor dem Turm. Muss hier bleiben, bis ich es richtig kapiert habe. Ich werde es kapieren. Naja, er hat es nicht kapiert. Okay. Ah, okay, geht's mal raus. Gucken wir uns auch gleich an. Ein Knöppelrätsel. Oder ich bleib mal in der Ansicht. Weiter.
Okay, das scheint es gewesen zu sein, oder? Lexikon halt. Und die Schrift auch wieder ein. Ha! Für Klopp. Drache. Na dann. Steht da drinnen. Ich musste es einfach tun, sorry. Ja. Habe ich, glaube ich, bei der anderen auch schon gemacht. Aber wir werden nicht blind. Turm von einem Sarg. Überlegt mal. Hier ist mir jetzt Cynthia, der große Fahrstuhl. Das ist der Turm von einem Sarg. Das heißt, der Dagon schreit jetzt mal nicht, aber wir sind... Oh, das wollte ich nicht. Wo ist Alf Tant? Hier. Alf Tant, hier sind wir rein. Hier ist der große Turm. Das heißt, das ganze Ding hier, dieser Riesenkomplex unterirdisch, hier wo ich mit dem Cursor rumkreise, hier so großer Fahrstuhl, Alf Tant, dieser Riesenkomplex, das ist alles die Schwarzweite. Das ist übel. Das ist verdammt groß. Wie gesagt, wir erkunden das komplett, also wir werden jetzt natürlich dann ein bisschen unter der Tage noch sein dafür. Bleibt nicht aus, aber la die Höhe und so, ne? Mal gucken, vielleicht ist das Licht wieder auf Normal-Level jetzt. Gut, hier kommt man auch nicht großartig anders rein, wo es aussieht. Wo ist es noch? Da reingekommen? Nö, ich nicht. Sogar noch fast was übersehen. Aber nur fast. So. Haben wir das auch tatsächlich erledigt? Ah. Wir haben wieder normales Lichtlevel. Sehr gut. Weil die Nierenwurzel, die möchten wir auch noch sammeln. Ich gehe mal wieder ein bisschen in Stealth-Mode. Wie gesagt, allzu lange wollte ich eigentlich nicht machen. Ein paar Minuten machen wir noch. Und, weil es gerade so gut läuft, sag ich mal. See. Hier geht's noch weiter runter, ne?